So, hi Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed. Ich habe hier schon mal einen Er wird neuen dich halten. Aussichtspunkt Und wenn das passiert, werden wir wohl markiert, nicht helfen. bei dem ich mir einfach mal denke, dass da was sein könnte. Und der ist ja auch am Nichts hatte sich nächsten schon in der gebildet. Umgebung. Und ja, mal schauen, ob das auch wirklich stimmt. Ob Habt da ihr wirklich sowas was schon mal ist gesehen? oder Ich nicht. nicht. Es bleibt dann doch sehr spannend. Besonders wenn wir so viele Informationen Geht schnell! über den Mann herausfinden müssen. Verdammt, wenn da so viele Wachen stehen, dann muss da ja irgendwas Wichtiges sein. Nur wie komme ich da hoch? Ich kletter einfach mal hoch. Ich hoffe einfach mal, die sehen mich da nicht. Auch wenn mich der ein oder andere vielleicht ansieht. Nö, scheint zu klappen. Was denn das für ein Turm? Da oben sind wahrscheinlich auch wieder ein paar Soldaten. Ja. Ungläubiger, stirb! Ich krieg dich! So, auf, komm. So, kann ich den nehmen? Nee, geht nicht. Aber ich kann synchronisieren. Auf diesem ziemlich großen, hohen Turm. Mit der türkischen Flagge im Hintergrund. Echt cool gemacht, auf jeden Fall mit den Synchronisationen. Das ist so ein Highlight immer, diese Karte da aufzudecken. Und wir haben was. Wir haben was. Taschendiebstahl. So, das markiere ich mir hier auch dann nebendran hier mal. So, dann gehen wir aber zuerst mal zu Taschendiebstahl. Und dann sehen wir weiter, Interessiert ihr euch vielleicht wo es hierfür? hier eben noch weitergeht. Nein, ich habe aber noch viel, viel Ihr mehr. habt hier nichts zu suchen. Deswegen dauern die geht. Missionen wahrscheinlich auch etwas länger. Eben weil man mehr über denjenigen herausfinden muss. So. Ach, logisch, wenn das dann hier ist. Dann muss ich mal schauen, wie ich hier reinkomme. Ich denke mal, der muss da unten dann irgendwo sein. Er wird sich verletzen. Und wenn das passiert, werde ich ihm nicht helfen. Geht jetzt. Ich lasse So. euch leben. Interessiert ihr euch für meine Ware? Gut. Wo ist denn das Ziel? Das hier? Das ist das Ziel, okay. Wollt ihr etwas? Hey! Schwieriger Lump. Du wirst schon sehen, was mit Taschendieben passiert. Wachen, hierher! Nee, 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 nee. Ich habe genau das, was du brauchst. Ich habe doch gar nichts keine gemacht. Spende. Ich bin arm und krank. Und was macht dieser Mann? Er wird sich noch verletzen. Der So, verdammte ich Narr springe hat hier uns jetzt in der erstmal Schlacht weg verloren. und warte mal, bis der wieder weiterläuft. Ich hoffe es einfach mal. Müssen wir den hier... Nee. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Genug, das reicht. So. Geht weg. Jetzt komm schon. Ich möchte hier... Warum kann ich den nicht... Ich möchte dir bestehlen und kann es nicht. Vielleicht weil das gar nicht der Typ ist, oder was? Doch, das ist der doch, oder? Ach, das ist der. Huch. Ich dachte die ganze Zeit, das ist der andere. Gut, dass ihr gekommen seid. Es ist mir eine Ehre. Was benötigt ihr? Der Brief, den ich euch gab, muss in Salah al-Dins Lager gebracht werden. Sucht nach dem, den sie Hisham nennen. Er wird euch helfen. Aber erzählt keinem anderen davon. Niemand wird es erfahren. Dann ist unser Gespräch beendet. Niemand außer wir. Ich dachte, ich muss den da vorne bestehlen. Doch dem ist ja nicht so. Ich bin sehr gespannt.
wie wir das hier hinbekommen wollen. So, da vorne kommen ein paar. Das nutze ich jetzt einfach mal aus. So, und jetzt schnell weg. Sehr schön. Das war's jetzt? Standen nicht 2 von 6? Ach, dann haben wir es doch jetzt. Okay, also waren das 3 Informationen, die wir also herausfinden mussten. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen auf jeden Fall. So, ich muss hier einmal Slalom durchlaufen. Doch, ich gehe ja nicht, ich renne. Ist er auf der Flucht? So, man merkt auf jeden Fall, dass hier ziemlich viele Wachen sind. Schwierigkeitsgrad ist somit dann auch um einiges gestiegen nochmal. Und ja, ich bin echt gespannt, was in dem Brief jetzt genau drin steht. Denn er war ja streng geheim. So, lass mich mal da runter. Danke. Und da rein. Friede sei mit euch. Wie kann ich euch dienen? Ich habe alles erfahren, was ich über mein Opfer wissen muss. Dann müsst ihr euer Wissen mit mir teilen. Abul Nukut ist korrupt und verachtet seine Mitbürger. Er hat wohl Gelder veruntreut, die für das Volk von Damaskus bestimmt waren und sie für sich selbst verwendet. Just in diesem Moment protzt er mit seiner Gier und bereitet ein ausschweifendes Fest vor. Seine Wachen und Diener werden mit den Gästen beschäftigt sein und nicht einmal merken, dass ich dort bin. Sehr beeindruckend, mein Freund. Die anderen sagten, ihr würdet es verderben, aber nicht ich. Nein, ich war sicher, dass ihr zu ihm durchdringen würdet. Und das seid ihr. Meine Gemächer sind die euren, bis ihr bereit seid zuzuschlagen. Nicht schlecht. Alter, ihr hat's doch drauf. Er heißt Abul Nukut, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Abul auf jeden Fall. Attentat auf den Händlerkönig, wenn er bei seinem Fest herauskommt, um zu seinen Leuten zu sprechen. Ja, das wird jetzt auf jeden Fall endlich der Fall sein, kann man sagen. Jetzt können wir endlich diesen Abdul, ich weiß es nicht genau, mal zeigen, wo der Hammer hängt. Stirb, Dieb! Ich könnte ihn auch einfach Händlerkönig nennen, das wäre auch eine Möglichkeit. So. Mal zeigen, wer hier wirklich der König ist. Nein, ich kann jetzt nicht helfen, tut mir leid. Ich bin auf Mission. So, festhalten. Toll. Das hat sehr gebracht. Aus dem Weg. Das war blöd von mir. Das war sehr blöd von mir. Ich scheuche gleich die ganze Stadt auf, wenn ich nur einmal da durchlaufe. Warum komme ich da nicht hoch? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Nein, Johann Käfer! Das darf nicht wahr sein. Gut, dass hier so ein Pavillon steht, so ein kleiner. So ein kleines Versteck. Sehr schön. Jetzt geht's weiter hier zum Händlerkönig. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt ablaufen wird. Ob das wirklich alles so einfach ist, wie der liebe Altair das zu sagen pflegt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber hier sind so viele Wachen, auch wenn er gesagt hat, dass sie damit beschäftigt sind, mit den Leuten zu kommunizieren und ja, auf sie aufzupassen. Ich denke, dass der hier erstmal stirbt. Und ich denke auch, dass
es trotzdem nicht leicht wird. Oder nicht so leicht, wie Alter ihr das sagt. Wo genau muss man da jetzt hin? Verdammt, 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 verdammt. Was stimmt denn nicht mit mir? Ihr habt Otto zu suchen, Makan. Geht. Das sieht uns doch gar nicht, oder? Och nö. Nö, 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 nö. Komm. Möge der Herr deiner Seele gnädig sein. Gott ist auf meiner Seite. Aufkomm jetzt. Das reicht jetzt. Also die lernen auf jeden Fall dazu. Die KI von denen ist echt nicht schlecht. So, das war's aber mit dir. Auch wenn die KI gut scheint. Nein, 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 nein. Oh nein. Dieser Samurai-Typ oder was das ist, der macht mir echt zu schaffen. Die Action-Sicht, um Informationen über ihre Umgebung. Die Action-Sicht oder die Action-Sicht? Was war jetzt gemeint? Das weiß ich jetzt echt nicht. Aber naja. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wir das im nächsten Part machen. Mit dem Händlerkönig. Also bleibt dran, Freunde. Es bleibt echt spannend hier. Und bis dann. Ciao.